Schulstadt Gmünd. Den hohen Wert der Bildung erkennt man in Gmünd im 19. Jahrhundert. Die Kinder sollen mehr als lesen, schreiben und rechnen können. Nur die bunten Flecken, aber nicht das, wovon sie erzählten. Bildung wird ein Meilenstein im Leben der Kinder für eine bessere Zukunft. Gewiss auch von vielen Tränen darüber, dass die ganze mühsame Flickerei. Als Grundstein werden dafür Volksschulen am Gmünder Stadtplatz 1875 und in Unterwielands 1882, ein Teil des heutigen České Velenice, errichtet. ...1886 kommt eine Mädchenvolksschule in Gmünd dazu. Die erste Bürgerschule für Knaben wird 1886 auch am Gmünder Stadtplatz errichtet. Nicht nur aus der Stadt, auch aus den umliegenden Dörfern strömen Schüler und Schülerinnen in die Stadt. Gmünd wird Schulstadt und nicht alle sprechen Deutsch. Im heutigen České Velenice siedeln sich Arbeiter der Bahnwerkstätte an. Sie wünschen sich eine Schule, in der Tschechisch Unterrichtssprache ist. Ein Wunsch, der lange nicht erfüllt wird. Der Zuzug von Menschen zu Beginn des 20. Jahrhunderts erfordert weitere neue Schulen. 1911, Eröffnung der Mädchenvolks- und Bürgerschule in der Böhmzeil, heute České Velenice. 1912 öffnet die Knabenvolks- und Bürgerschule in Gmünd ihre Pforten. Der Erste Weltkrieg fordert auch von den neuen Schulen bald seinen Tribut. 1914 wird die Knaben-Volks- und Bürgerschule zum Reservespital und auch vom Militär bewacht. Der Unterricht muss woanders stattfinden.